Also. Ist schon einer da? Ist schon einer da? Seid ihr wieder da? Dann doch länger gedauert als gedacht. Aber scheiße, der Hund drauf, ist uns auch egal. Naja. So. Oh ne. Oh, ich muss ja noch in Teamspeak rein. Sekunde. Bin ja noch im Red Dead drin. Und weg. Moin, moin. So, ich guck mal rein. Komm, was ist denn jetzt los schon wieder? Gucken, was uns geschrieben wurde. Opa, wir sind auch da. Okay, das war nicht heute. Hallöchen, Leute. Willkommen. Oh, nee. So, was ist das denn jetzt? Hiermit werden Sie als Zeuge vorgeladen. Ne? Ihr Termin ist am 29. um 21 Uhr. Das kann man jetzt nachholen. Eine Stunde zu spät ist doch für Harald gut. 999 Hotline. Miller. Okay, komm. Eine Stunde Verspätung, das passt zu Harry. Wir gehen rein. Nicht erreichbar. Super. 924. Oh Gott. State Court. Gegen Sie wurde ein Aktenzeichen angeklagt wegen Körperverletzung gegenüber Amtsträger. Ja, Körperverletzung, Alter. Ist aber klar. Wir haben keinen Körper verletzt. Verhandlungstermin ist am 8.2.20 Uhr. Muss ich mal kurz gucken. Wird Harald natürlich nicht erscheinen, aber wir gucken trotzdem nochmal. 8.2. Ja, da glaube ich eher weniger, dass er erscheinen wird. Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. Scheiße. Aber wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das ist sogar das gewesen, wo Harald tatsächlich in die Fresse geschlagen hat, dem Polizisten. Scheiße. Ruft schon mein Anwalt an hier, der Anwalt von Nari. Ein wunderschöner Herr Egger, ich grüße Hallöchen, Sie. ja, Sie haben angerufen, wunderbar. Ah, ja, das habe ich tatsächlich. Wie geht Ja. es Ihnen? Ja, mir geht's gut, ne? Bis auf die Ach, das ist doch SMS, die ich wunderbar. bekommen habe. Herr Egger, ich soll Sie ganz lieb von Frau Ava grüßen. Ja, Grüße zurück. Grüße zurück soll ich ausrichten. Frau Sie Ava bedankt sich. rufen mich wahrscheinlich an wegen dem Gericht. Das ist korrekt, ja. Ich habe jetzt einen Eröffnungsbeschluss bekommen. Ich denke, den werden Sie Ja, bestimmt auch bekommen haben. den habe ich bekommen, leider. Gut. Ja. Ich denke, die Sache sieht leider. Entschuldigen Sie, meine Güte. Ja, alles gut. Lassen Sie es raus, Herr McCoy. Ja, das ist manchmal das Beste. Aber ich glaube, das sieht soweit erstmal nicht sehr gut für uns aus. Oh, Also, wir super. sollten uns eventuell darüber Gedanken machen, ob wir das Ganze gestehen. Wie ein Schuldeingeständnis machen und dadurch die Strafe drücken. Ja, wie mache ich sowas? Das kann ich für Sie übernehmen. Ja, dann würden Sie das für mich übernehmen. Fällt dann auch der Gerichtsprozess Ihnen ins Wasser? Das tatsächlich nicht, nein. Scheiße. Also, wir müssen zu Gericht kommen, wir würden uns da dann schuldig bekennen und Sie müssten aber nicht erscheinen vor Gericht. Das kann ich Ja. für Sie auch alleine Ach, machen. das wäre super. Ja, also dann, ja, Sie können gerne mich für schuldig da sprechen. Da habe ich kein Problem mit. Ich würde das nochmal soweit evaluieren und mir einmal anschauen. Ja. Wenn wir da noch eine andere Chance haben, dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden und dementsprechend das mit Ihnen nochmal besprechen natürlich. Aber sonst würde ich erstmal so verbleiben, dass Ja. das wahrscheinlich unser bester Fahrplan ist. Dann machen wir das so, na ja, McCoy. Wunderbar. Gut, dann will ich Sie auch gar nicht länger stören und Ihre kostbare Zeit rauben und wünsche Ihnen Ach, noch einen ja. wunderschönen Abend, Ich Herr freue Egger. mich doch immer, wenn Sie anrufen, ne? Ach, das freut mich doch, das freut mich doch sehr. Na eben, dann Ich freue schönen mich immer, Tag Ihre Stimme noch. zu hören. Ja, das glaube ich Ja, Ihnen Ihnen. ebenfalls. Tschüss. Auf Wiederhören. Gut, wäre auch geklärt. So, dann werden wir jetzt nochmal bei der 999 anrufen, weil eine Aussage müssen wir gleich machen. Ach, da leck mich doch am Arsch. Was war denn die Info-Hotline von der Polizei? Ja. Ach, das war auch die 9. Ich war ihn. Jetzt reicht's mir.
Elva, Hallöchen. Oh Gott, warum ist das Ingame so leise? Das geht aber nicht. So, ups. Kommen wir mal kurz zum PD, ne? Wir haben noch was zu tun. Warum läuft meine Weihnachtsmusik überhaupt im Hintergrund? Das geht auch nicht. Hufflepuff, Hallöchen, ich grüße euch. Anschnallen natürlich nicht vergessen, auch im echten Leben. Eine Stunde Verspätung ist ja wunderbar. So. Und raus. So. Ja, wir müssen jetzt nur eine Aussage machen für Opa. Weil der ja beschossen wurde von irgendeiner Gang. Das sollte aber schnell gehen. So. Baikal ist der Wahnsinn, ey. Ich gebe Gas. Aber richtig mit Pfeffer. Es macht Spaß. Und ich fahre gegen die Wand. Ach nee, Alter. Also heute läuft der Server wieder beschissen. Mein Gott, ey. Aber die sind heute wieder los, weißt du? Da ist ja das Red Dead 100 mal besser gelaufen als das jetzt. Was habe ich für diesen Anwendung läuft? Bug. Klasse. Super Dach. So. Starten. Wie geht's euch denn heute, ne? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Das ist nämlich wichtig, denn morgen fängt die Scheiße wieder von vorne an. So. Komm, GTA, starten bitte. Müde. Ja, bin ich auch. Es ist so, ne? Auf die Woche könnte ich auch verzichten. Aber wir machen das Beste draus, ne? Schon wieder Wochenende sein. Ich finde ja allein schon der Sonntag ist schon kein Wochenende mehr, ne? Weil man guckt schon auf Montag so, weißt du, der Montag guckt schon so um die Ecke wie so eine Sau. Ich finde, Sonntag ist eine Frechheit. Man müsste noch einen Tag Wochenende in der Mitte haben, damit man, ja, damit es geht. Damit man auch Wochenende hat und nicht schon wieder denkt, okay, morgen muss ich wieder weg. Das ist doch scheiße. Vorstellungsgespräche, boah, ey, Elmo, da habe ich immer Panik. Alles, was mit so Gesprächen zu tun hat, ist für mich die Hölle. Aber viel Glück. Ich meine Maria natürlich. Maria, jetzt habe ich die Namen vertauscht. Sonntag ist so. Genau so ist es. Genau, Elmo, genau so ist es. Genauso ist es. Darum finde ich, muss ein dritter Wochenendtag hin. Muss doch hin. Naja, kriegen wir alle hin. Die Woche geht auch rum. Ne? Ja, ich habe da so rüber geschielt, weißt du? Da passiert das. So, rein jetzt, aber wir tun heute nicht 100 Mal Question. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Dann kotze ich hier. Mal gucken, ob die den Harald noch annehmen hier. Dann muss ich überhaupt hier hin oder muss ich zur Staatsanwaltschaft? Nee, wir sind Spucci. Zu.
Was? Hä? Einfach weg. Ja, hoffentlich nicht. Aber, weißt du, morgen ist wirklich so. Gucken, ob wir den Termin noch kriegen. Sonst müssen wir wahrscheinlich wieder eine fette Strafe bezahlen. Das wäre mies, so ist es. Morgen, tschüss, komm. Ich singe ein Lied für Sie, Herr Officer. Ach, bitte nicht. Nicht? Nee, ich bin nicht so musikalisch, wissen Sie. Ach, Sie sind verletzt, sehe ich gerade. Ja, ich habe mich auch verletzt am Fuß, aber ich habe den Knöchel angerissen quasi. Angerissen, ja, da tut mir leid, das soll nicht so sein. Das ist nett, dankeschön. Ja, ja. Folgende Sache, ich habe ein kleines, mir ist ein Fauxpas unterlaufen, kann man ruhig so sagen. Heute habe ich einen Termin mit dem Miller. Miller. Ja. 68. Warten Sie bitte ganz kurz. Stopp. Ich warte kurz auf den, ne? Ist jetzt besser, Sora? Ist sie zu laut? Kann das irgendwie nicht einschätzen. Aber dürfte man, bei mir schlägt die Mucke nur ganz leise aus. Also, okay. Herr Miller. Und was machen Sie hier? Ich muss kurz was klären. Klären, ne? Ja, ich auch. Da haben wir schon dasselbe Ziel hier vorne, ne? Sie wissen ja, wie das ist hier immer, ne? Am Tresen. Das dauert immer was. Hat schon 10 Minuten hier. Nichts kommt. Opa, warum machst du nicht mehr GDA? Musst du schon ins Bett oder was? Hab ich ja auch nicht geantwortet. Die hassen, glaube ich, alle Harald hier drin, ne? Bin schon ein bisschen geil. Wo ist das denn, ein Drucker? Ja, Wahnsinn. Ist ein neues Modell, glaube ich, ne, der Drucker. So, ja. Was kann ich für Sie tun? Ja. 68 haben Sie verpasst, ja. Habe ich eine Stunde jetzt verpasst? Ich sag mal so, da ist ja noch in der Toleranz. Ja. Ja, da müsste ich dann jetzt mal mit ihm sprechen, kurz, ne. Mit der 68 wollen Sie mit sprechen? Mit der 68 mal, ne. Das geht jetzt leider gerade nicht. Könnte der 68 aber ausrichten, dass Sie einen neuen Termin brauchen. Ja, die sollen mich mal zurückrufen oder so, ne? Ja, machen wir. Wenn Sie mir mal einmal Ihren Namen sagen. Ja, Harald Ecker. Nein. Wann passt es Ihnen am besten, Herr Harald Ecker? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Am besten heute. Und wann morgen oder übermorgen? Warum nicht heute? Heute geht nicht mehr. Warum nicht? Weil der Kollege da nicht kann, Herr Ecker. Der kommt doch vor einer Stunde auch noch. Herr Ecker, ich habe gerade 7 angeschossene Officer draußen auf der Straße, die 7 von unterschiedlichen Stück. Einheiten ins MD transportiert werden. Ja, da weiß ich ja nichts. Wenn Sie jetzt auf die Nase herumtanzen hier, dann werde ich gleich... Herr Officer, denken Sie, ich kann das Ihnen ablesen, dass da 7 Officer sich abknallen lassen haben? Warten Sie bitte kurz, Telefon. Nein. Ach, Opa... Also die Polizei ist ja ganz bratzig drauf heute. Eine absolute Frechheit, würde ich schon fast behaupten, wie die Harald hier behandeln. Wo soll Harald denn wissen, dass hier 7 Officer hier... Ja? Nie eine Frechheit. Ja, wann? Ich weiß nie, wann... Ich hab, kann sein, dass ich morgen kein AP mache. Übermorgen mache ich auch kein AP. Donnerstag vielleicht. Ich
habe 7 offen. Der hat Interna gerade rausgegeben auch, ne? Du am Telefonieren. Wann passt es Ihnen am besten, Herr Ecker? Fahren Sie erstmal runter. Der soll Sie vorladen. Fahren Sie erstmal runter hier. So, ja, fahren Sie mal runter. Nochmal Telefon, Herr Ecker. Tut mir leid. Super. Geht Schlag auf Schlag heute. Ja. Langsam reicht's mir auch. Ach, wissen Sie was, legen Sie mir am Arsch. Irgendwann reicht's auch. Lara lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen hier von der. Dann ist er weg. Was ist das denn da für ein Engel? Mein Gott. Hallo? Ja, mit wem poppst du jetzt gerade? Mit Walter Schweiß gerade, der hat mein Taxi geklaut. Ja. Ja, ich war gerade bei der Police, da stand, die haben gesagt, 7 Polizisten angeschossen, der telefoniert, ich komme nicht ran. Ich war wieder weg. Ja, ja. Walter Weiß hat mich angerufen, ich brauche eine Fahrt und der eine Waffe und hat gesagt, ist mal jetzt mein Taxi, steig mit ein. Was? Und dann bin ich mit eingestiegen. Das ist ein Straftäter? Nein, der hat gesagt, ich brauche das kurz für so einen Typen, den wir verarschen wollen oder so. Hab ich wirklich so. Du mich verarschen, hier ist gerade ein Gabelstapler auf der Road. So, ich ruf die Polizei, recht. Das geht nicht. Ja, mach das bitte. Tschüss. Da. Notruf, RSPD, wie kann ich weiterhelfen? Hier ist gerade ein Gabelstapler auf der Straße, ist nicht rechtens. Wo ist der Gabelstapler? Gegen Jugendtankstelle, der fährt mitten auf der Straße rum. Oh Gott, das ist schrecklich. Ja, wir kümmern uns drum. Ja. Ich danke Ihnen. Bitte ich knall ihn ab. Anhalt ihn! Hören Sie mal! Sie können nicht mit dem Gabelstapler hier rumfahren! Aber ist doch gar kein Stapler gefahren! Aber ein Gabel! Ein Gabel? Ja! Was ist das denn? Was ist. Ist das ein Gabelstapler? Nein, ich hab ist ein Auto! Ich hab den gar nicht gesehen! Habe ich den nicht! Das ist ein Hobbycar! Die sind auf der Straße gefahren damit! Das ist nicht richtig! Das ist irreal! Oh no! Oh nein! Der Dorfscheriff, oh Scheiße. Stellen Sie mal vor, da hätte jetzt jemand die Polizei gerufen, weil ein Gabelstapler auf der Street ist. Wer würde denn sowas machen? Ich nicht. Warum haben Sie den hier? Zum Arbeiten. Auf der Straße, was transportieren Sie? Ware vom Genki bis hierhin. Oh, das kommt. Genau. Was kommt denn jetzt? Doch jemand die Polizei gerufen. Ja. Aber es ist ein bisschen viel für einen Gabelstapler. Ja, soll ich mal was sagen? Ich war gerade bei der Polizei. Was sagen die mir? Ich stehe an der Tresen. Ich habe einen Termin mit der Officer. Da sagte mir, ja, 7 Polizisten wurden gerade abgeknallt. Ja, was soll ich da denn machen? Sind alle tot, die Polizei. Zu wenig. War das ja der, bei dem den Termin hattest, oder? Ja, wahrscheinlich. Der Termin erstmal erledigt. Ja, aber ich sag Ihnen das ehrlich, ich gönne ihm das auch ein bisschen jetzt. Okay. Ja, was ist das für ein Arschloch? Ich warte da jetzt pünktlich und das steht da nicht. Und das ist ja einfach anschießen. Ja. Vor allem 7 Stück Polizisten. 7 Polizisten, da müssen sich mal was zugedacht, ja, die können ja gar nichts. Ist der Chief wieder im Dienst? Ja, der hat gerade unser Taxi geklaut. Oh, was ist der Chief? Der hat ein Taxi konfisziert, habe ich gerade einen Anruf bekommen. Hat er uns geklaut. Der bräuchte das für irgendeine Täuschung oder sowas, ne? Ist er weggekommen mit. Na, hoffentlich kommt das nicht angeschossen zurück, das Taxi. Ja, da kann er sich was anhören. Dann kommt der auch nicht angeschossen, unangeschossen zurück, der Schweiß. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, gut, ne? Das kann ich Ihnen vielleicht. Ja, dann viel Glück mit dem Gabel. Mit dem Gabel. Stapler. Dankeschön. Gabel.
Und man sieht sich, ne? Ich war mit meinem PS-Monster jetzt weiter, ne? Ja. 38.000 netto hat er gekostet, ne? Eins auf Stück. Ne? 340 PS. Ja. Ne? Und nur mal kurz sagen. Hört sich sehr schön an. Ja, V8. Wundervoll. Ich war mal mit dem V8 mal kurz. Ja. Sonderlackierung Orange, Beauty Sunrise. Mach ich mal kurz weg. Gucken Sie ganz unauffällig nur, wenn ich jetzt wegfahre. Okay. Der wird vielleicht vorne... Ja. Okay. So. Klasse. Harald ist kein Angeber, ne? Ja, und schießen lassen können sich wirklich gut die Ratten. Ja. Ist nicht unser Bier. Lass uns nicht verarschen, jetzt gehen wir erst recht nicht zum Termin. Wie ist es? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Wir müssen eigentlich auch in den Dienst gehen hier. Hallo? Ach, dieser Anschneiden, dieses Feature, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Hallöchen. Ich hätte gerne, Sie sind ein Kiosk, richtig? Ja, aber natürlich. Ich hätte gerne etwas. Es ist spät um die Uhrzeit. Ja, ich hätte jetzt gerne einen Redwood, wenn Sie da täten. Redwood? Zigaretten? Eine Schachtel Redwood haben wir. Redwood, aber Red. Natürlich. Nicht die Light. Red. Nee, aber die Light, die schmecken die nicht. Wir. Die schmecken nicht, die Light. Nein, die mag ich gar nicht. Die sollen ja auch gut schmecken. Die Red meinen Sie so. Jetzt? Nee, die Red. Hier habe ich eine Packung Redwood Red. Ist das original? Das ist aber natürlich original. Weil ich habe auch mal Fix bekommen, ne? Ja, aber doch nicht hier. Nee, das weiß ich jetzt nicht, wo das war. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wie viel brauchen Sie jetzt Geld? Ja, 14,99 bitte. Ja, ich habe so einen kleinen Ovalus. Ich danke Ihnen. Oh, das ist aber viel zu viel. Ach, wissen Sie, ich bin reich. Ne? Oh, ja, okay. Ja, kann man ja ruhig sagen. Man muss die Armen beglücken. Ja, schönen Abend ich noch. Danke Ihnen. Ich rauche meine Zigaretten. Und man sieht sich. Dann genießen Sie den Abend. Tschüss. Nein. Ja, der Harald gibt gern Trinkgeld, aber nicht, weil er ein netter Mensch ist, sondern im Endeffekt auch nur, weil er angeben will. Was ist denn hier los? Ah. Hallo? Mal, ich stehe hier vor geschlossenen Türen. Was ist denn hier los, Anna Zente? Hast du keinen Schlüssel? Nee, aber hier steht ein Taxi mitten vorm Tor und alles. Da hab ich gedacht, ja, gut, das könnte ja ein Überfall jetzt gewesen sein. Ja, aber ich parke auch, weißt du? Warte, kannst du mich kurz mitnehmen? Mit rein? Wo hin? Ja, mit rein. Warte. Wo rein? Ja, in die Zente. Ja, klar. Danke dir. Ja, machen wir nochmal kurz. Mach mal zu von hier. Das gleiche. Okay, warte mal kurz. Warte, ich muss mich kurz eindrehen. Aber nicht so schnell, bitte. So. Okay. Spitze. Ja, danke dir. Gerne. Ja, was ist denn hier los, Lami? Also, der Schweiß hat ein Taxi geklaut. Ja, ja, und dann hat er mich mitgenommen. Ja, wir müssen jemanden verarschen und so. Und dann hat er gesagt, erzählen Sie es niemandem. Und, Du hast es mir gerade erzählt. Scheiße. Ich muss mich einstehen, fährst du Taxi? Ja, würde ich, wenn ich Faden hätte, gerne, ja. Ah, ich stempel mich mal ein, weil ich muss auch Geld verdienen.
Ich hab grad Redwood Red gekauft. Ah, die sind die besten, die Red von Redwood, ne? Kennst du den General? Nee, Hallöchen! Ach, was ist denn das? Die Mix! Der ach, Mix, tut General. Mir leid. Hallöchen, Harald. Hm? Harald, du lebst ja auch noch. Ja, ich hab grad unaniert. Ja, oh, wisst ihr, was ich gerne mal machen würde mit so einer blauen Leuchte dann da hinscheinen? Ob man das bitte? Irgendwie sieht. Nein, wer will denn das sehen? Nicht machen? Sieht man das? Ich habe das noch nie gesehen. Ich würde das mal gerne ausprobieren. Ach, was will man? So, was haben wir hier? Aber wieso war jetzt so diese Sexualität ein Blaunäpfchen? Ein Fettnäpfchen? Ja. Ich will wieder Indianer Harry machen. Oh, nee, eigentlich müssen wir mal wieder. Okay. Eigentlich müssen wir back to the woods. Wo ist denn eigentlich Haralds geile Brille? Ich hab nichts verstanden. Wie kommen wir jetzt auf Saturn? Mediamarkt. Ja. Verstanden. So, ach, ich muss mich einstimmen. Scheiße. Scheiße, das hab ich mich ausgestimmt. Scheiße. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Bist du verwirrt? Harald, ja. Langsam und sanft. Darüber oh, haben wir geredet. Ich habe es gemacht. Fantastisch. Wunderschön. Harald, fängt dich langsam an. Was denn? Mit den Hirnzellen. Ja, bestimmt fängt er langsam an. Oh, da müssen wir, nee? Was? Muss mal dran arbeiten. Ja, nichts muss man. Ja gut, dann verkalkt doch halt einfach, das ist mir doch dann auch egal. Es wurden 7 Polizisten abgeknallt, soll ich das mal sagen? Ja, also was war denn da los? Was ist da los? Ja, ich habe nur gesehen, Polizisten wie... abgeknallt? Ja, richtig, wo wurden Polizisten ich abgeknallt? Ich habe auf jeden Fall gesehen, wo es Butschi da 1000 Gangs rumrennen und dann 1000 BD-Autos und ein Helikopter und dann wurde ich entführt und dann... Wow. Ach, Vespucci sollte sowieso aufgegeben werden. Schenken wir Vespucci den Gangs. Können wir kurz über den Punkt reden, dass du entführt wurdest? Oder? Ja, von Walter Weiß, ne? Kann jemand von euch eine Fahrt am Handy machen? Eine Person? Ja. Harald, ach, ich hab noch was für dich. Warte, komm mal mit. Ich komm kurz noch mal mit. Harald, ich möchte mit dir fahren. Kommst kann du, auch jemand Max, die Leitstelle nehmen? Nimm die Leitstelle. Ja, nimm die Leitstelle. Max, Harald, du hast heute was Tolles an, hast du Max heute. Harald, schau mal. Harald, nimm's in die Hand, weißt du? Was, wie groß ist es denn? Sehr groß. Das ist deine Leuchtpistole. Ach, warte mal. Ja, jetzt gibt genau. Mal. Ach, du hast sie rausgeholt, wie geplant. Ja, ich danke rausgeholt. Dir. Ja, ist sie, bitteschön. Ach, wunderbar. Komm, aber packst du weg, ne? Packst du weg. Wir sind verteidigt. So, wir sind kurz Taxi fahren. Ja, packst du weg, dann fahren bitte. Richtig. Ist doch scheiße, wenn die das sehen. Danke, tschüss. Dann kommt mal mit, jetzt Zuckerschnut. Ne, du fährst ja, alle mit. Wir fahren alle mit, klar. Zum M. Wo war das im Day? Keine Ahnung, ich vergessen. Hab's auch vergessen. Hat mich den gerade angerufen. Nimmt mal Platz. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Anschnallen. Hallo? Hab ich. Super. Ist doch schon da. Jo. Bitte. Ich glaube, der hat MD gesagt. Mix, hast du was gehört? MD, was? So ist es. Ja. Ausschlag! Wo ist Barbara eigentlich? Oh, ich weiß es nicht. Der tot, ich weiß oder? Es nicht. Ich dachte, sie kommt irgendwann mal wieder. Oh, sie kommt bestimmt. War wohl bestimmt wieder. Eine Lüge. Ich habe die Karten gelegt, die sagen, sie kommen wieder. Na, so ist es. Ach, dann muss er ja schreiben. Barbara war ein Blumenmädchen. Ich finde, sie hintergeht uns alle, weil sie nicht wiederkommt. Ja. So ist es, ne? Wenn sie nicht wiederkommt, ja, ist er wirklich der größte Betrug. Ja, es ist eine Frech. Ich werde sie nicht mit dem Rücken angucken, wenn sie wiederkommt. Hast du recht? Ja. Nein, sie muss ein bisschen spüren, wie das ist, wenn man sich abkapselt von der Gesellschaft. Harald, eine Frage habe ich. Ja.
Magst du Blumen? Ja, sicher. Ich war mal Florist. Nee. Jetzt wirklich? Na klar. Das ist... Kommen Sie rein und werden Sie eins mit dem Taxi. Hallo, Riechen, Mister. Wo geht's Ihnen? Einmal zum Stadtpark, bitte. Zum Montana Hotel, das neue. In der Montana? Black. Ja. Ja. Also, ach, zum Black Hotel, weiß. Meint sie? Das bei der Auffahrt zum anderen Krankenhaus ist, genau. Ja. Ui, dann fahren wir doch mal da hin. Ui, dann fahren wir da mal hin, ne? Bin ganz schön flott unterwegs. Ach, wissen Sie was? Ich kann noch viel schneller, wenn ich will. Ich habe gerade gehört, 7 Polizisten wurden abgeknallt. Da ist die Straßen sind leer. Oh je. Ja? Geht gar nicht so gut an. Nö. So, meinen Sie das hier rechts, oder was? Nee. Genau. Doch. Ja, da sind wir schon. Super. Das wären dann 5 Dollar nur. Nein. 5 kann man auf der Hand abziehen. Ja, einen Moment. Hat sich erledigt, ja. Lieber. Also, gut, dann tschüss. Super. Können Sie nochmal nachzählen? Ganz schön viel Kleingeld. Hab schon Bier getrunken, bisschen. Ja. Oh, ist schon, okay. Das mir runtergefallen. Ja, scheiß drauf, ist okay. Für Sie machen wir das gerne. So ist es. Ja, so ist es. Ziehen Sie uns ruhig ab. Wir verdienen ja nichts. Wir leben ja nur vom Trinkgeld und Luft und Liebe. Ich musste mein Haus kündigen, weil ich jetzt auch unter einer Brücke leben muss, kein Geld mehr habe. Haben Sie kein schlechtes Gewissen mit mir? Ich bin nur ein Rentner, der kein Geld mehr für irgendwas hat. Dass ich nicht mal Äpfel kaufen kann. Ich hab nur in der linken Tasche ein bisschen Kleingeld. Nein, alles gut. Wir können überleben. Lassen Sie es. Jetzt will ich es auch nicht mehr haben. Obwohl, wenn Sie es jetzt doch hätten. Oh, danke schön. Danke. Sie sind großzügig. Wir wünschen einen guten Abend. Entschuldigung, ich hatte nur ein paar Bier getrunken, ich wusste nicht mehr, wie viel. Ach, ich alles gut, ne? Gar kein Problem, wir sind reich, ne? Danke für die Fahrt, tschüss, Tag noch. Ja, ciao, ich fahre in Winzer. Ich auch. Ja. Was? Ich habe 5 Autos. So, dann warte mal. Das stimmt ja sogar. Scheiße, ich habe ja Effen gesehen. Ich hab meinen voll abgezogen. Wird mir doch scheißegal. 4,30 Dollar. Ich kann mich am Arsch lecken. Wollen wir mal gucken, was hier los ist? Hier ist gar nichts los. Ich wollte gerade sagen, hier geht's bestimmt ab. Hier sind Leute. Wo? Da über. Ich schnall mich ab. Hinders, also. Ich fahr vom Glauben jetzt ab. Was ist? Bleib ruhig. Hallöchen, ja. Mister, den ich noch nicht so gut kenne. Tyson. Tyson, hallöchen, Max. Ja. Was willst du jetzt vom Gleichen? Ich hab doch keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Katie hat Herr Anderson geschubst und irgendwie davor hat sie mit ihm gesprochen, dann ist sie zum Taxi gegangen. Sie hat mit ihm geschlafen? Sie hat mit ihm gepoppt? Geschubst, hab ich gesagt. Katie, du hast mit Evan geschlafen? Gepoppt? Warum das denn? Ich hab gesagt, geh mir aus den Augen, Evan. Was hast du gemacht, Evan? Und was ist denn hier los? Und warum habt ihr denn zusammen geschlafen? Wir haben nicht miteinander geschlafen. Das hat Tyson erzählt. Chloe, kannst du mir Warum kommt denn die Polizei jetzt? So, jetzt kommt jetzt aber ein ganz dickes Problem. Jetzt kommen wir mit dem Knast. Was ist denn hier los jetzt? So, hat hier irgendjemand... Hallöchen. Oh, sie beißt sich einfach selbst an. Bitte? Was ist jetzt hier los? Hat irgendjemand von euch uns hier gerufen, weil die irgendeine Schlägerei oder so? Nein. Gab's hier eine Schlägerei? War wohl ein Ablenkmanöver, ja, auf wie sei. Halt, willst du dich für ihn schmackhaft machen oder wieso stellst du dich da so hin? Findest du mich so schmackhaft? Also, wenn du dich so hinstellst, machst du das auf jeden Fall. Aus dem Grund, ja, das stimmt. So ist es, ne? So, guck dir mal die Police Officerin an. Letzte Warnung, weggehen. Ich gucke mir eigentlich den Police Officer an, also ist es. Ja, die kann ich für dich durch Aranor. Was ist denn passiert? Ich frage ihn mal. Herr Officer. Ich halte mich kurz aus. Sie verlassen jetzt hier. Herr Officer, da hat jemand ein Auge auf Sie geworfen. Sie gehen jetzt hier weiter. Hat da wirklich einer ein Auge auf Sie geworfen hier? Wollt das nur überbringen? Sie drei gehen jetzt alle sofort zur Seite. Ja, in 5 Sekunden sind sie gar nicht. Ich verstehe sie überhaupt nicht. Zur Seite gehen, zack, zack. Nee, es geht nicht. Name, ist das nicht deine Hex? Geh jetzt. Er kann ja. Meine Güte, sind die aggressiv, ich merke schon wieder. Ja. Was ist denn jetzt passiert, Evan? Hi.
Ich habe keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Was tat die Frau? Was hat sie denn gemacht? Geschlagen hat sie mich. Nee. Warum? Und dann hast du die Polizei gerufen? Ne, da war schon ein US Marshal da und der hat sie festgenommen. Okay. Ach, deshalb? Okay. Warum hat sie dich geschlagen? Ja, die ist gewalt. Die hat mich auch schon mal in Koma gehauen, Evan. Ja, ja, was ist denn mit der Frau los? Ja, die spinnt komplett. Die hat komplett einen Lachs am Laufen. Das merke ich auch gerade. Sagt zu mir, ich soll mich von ihren Kindern fernhalten. Ach, Kinder. Ach, die hat nicht mehr alle. Die sollen in den Knast kommen, wo sie keinen mehr stören kann. Ja, das hoffe ich auch. Direkt einpacken und weg, weißt du? Ich glaube, ich frage noch mal nach, was da los ist. Ja, mach das mal, Lami. Ich mache auf jeden Fall eine Anzeige. Hundertprozentig. Die Frau muss aus dem Verkehr gezogen werden. Ja. Ja, die Frau hat sie angegriffen. Guck mal, wie aggressiv die schon guckt. Oh meine Güte. Oh, ich kriege dabei jetzt auch erhebliche Probleme, weil sie mich hier von mindestens 5 Leuten und von einem US Marshal angegriffen hat. Ne? Aha. Oh, ach nee, die haben ihn festgenommen. Warum den einfach ohne Grund? Ich hab Lami festgenommen. Warum, jetzt haben, warum sie haben sie denn jetzt Lami festgenommen? Jetzt reicht's, Wenke. So, jetzt reicht hier mal die ganze Puppenspielerei. Sie lassen meinen Freund jetzt in Ruhe. Möchten Sie auch noch Handschellen umbekommen? Ansonsten gehen Sie ruhig jetzt. Ruhig bleiben Sie mit Ihrem vorlauten Maul. Nein, nichts mein vorlautes Maul. Sie lassen meinen Kollegen jetzt hier frei. Und es gibt keinen Grund, ihn hier festzunehmen. Harald, unbedingt Ava anrufen. Harald, geh einfach. Wir regeln das schon. Ich so, jetzt hole ich die Polizei. Also die ist ja schon hier. Ruf an, Harry, jetzt reicht's. Jetzt hole ich die. So, jetzt muss ich mal hier Sachen klären. Ja, nur Herr Andersson, bitte. Ja. Entschuldigung, ich komme mit. Sehr gerne. Soll ich einen Anwalt? Ach, da bist du, Eva. Ja, hol einen Anwalt. Ich soll dich anrufen. Lami hat gesagt, Lami wurde wieder schikaniert. Jetzt ist er im Knast. Schon wieder? Von seiner hier Freundin da, von der Lou. Lami Lou. Was? Ja, willkommen. Geruchs? Lami Lou. Nur der Mond schaut zu. Ich bin schockiert, aber ich muss tanzen. Ich muss pissen. Ich? Nee. Nee. Ich? Ja. Genau. Ja, was machen wir da jetzt? Ist der Polizei erwartet, oder nicht? Oh, ein Anruf. Oh. Ja. Da müssen wir eigentlich rufen. Halt, stopp. Stadtpark direkt. Bitte bei also die Krawatte, ja, Eros. Die hat mir der Opa hier geschenkt. Das ist meine auch gewesen. Harald, hast du mir die nicht auch mal mitgebracht oder so? Weiß ich nie. Ja, ich glaube, du hast mir die mal gekauft, ne? Dann sehen. Wie, das ist deine gewesen? Ja, sicher. Also, ich glaube, die riecht schon einige Generationen alt. Die darfst aber überhaupt nicht, denke ich dir. Wow, ich riech doch Harald. Ich, so, jetzt würde ich gerne mal wissen, von dir bei mir. Ich habe gerade mit Klaus telefoniert und er hat gefragt, ob wir ihn brauchen, ne? Ja. Und das ist, ich habe gesagt, nein, heute bestimmt nicht. Was? Das ist 7 Minuten dahinter her. Ist die Frau Kulili jetzt auch in Knast? Ja, die hat eben in das Spiel geschlagen. Nein, wieso? Ja, was weiß ich, warum? So. Max, ja? Was ist passiert? Es muss Liebe sein. Der Lami? Okay, Mutter. Lami? Hey, Holmes. Ja? Wann kommst du frei? Ja, ich dachte, ihr habt das längst getan. Nicht das Recht auf einen Anwalt in dem Moment. Doch, der hat immer ein Recht auf einen Anwalt. Nee, das ist tatsächlich so nicht korrekt. Ja, aber ich dachte, ihr habt den längst angerufen. Was soll das denn? Ja, du hast auch kein Recht auf einen Anwalt, Lami. Ja, klar, hab ich ein Recht auf einen Anwalt. Eine Freiheit, eine Demokratie. Kannst du dir angucken. Polizeigesetz, Präventivhaft. Du hast aktuell kein Recht auf einen Anwalt. Da kommt dann schon ein Anwalt an, bitte. Niemand. Hab ich schon, ist unterwegs. Da kommt er doch schon, da ist er im Auto. Klasse, ist schon da. Warum? Gegen weg, ja? Polizeigewalt muss man was unternehmen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Lami, mitkommen, wir gehen jetzt darüber. Komm mit. Uff. Ja, schlimm. Eklär. Eklär, so ist es. Eklär. Und? Oh, ich und hätte was jetzt ist gerne da? Ein Eklär. Hört sich an wie ein Kloreiniger. Der Typ oder die? Nee, Eklär. Ach so. Das ist ein Gebäck. Das ist ein Gebäck, ne? Und das Harry, geht's dir gut? Ja, nee, mir geht's gar nicht gut. Hier wird Lami wieder schikanistisch festgenommen, weißt du? Pass auf, Harry, ich sag dir was. So. Wir holen Lami da raus. Knall den ab, jetzt komm. Ich wir müssen den da jetzt rausholen. Er hat keinen. Ich hol erstmal meinen Ausweis. Ja. Und dann. Dann holen wir den raus da. Das geht nämlich nicht. Komm mit, Harry. Komm mit.
Ich wüsste auch gerne. Keine Ahnung. Entfernen. Was hast du vor, Even Anderson? Ich hole meinen Ausweis und mit dem hole ich den Lamm jetzt raus. Mittlerweile habe ich alles. Ja, ich habe auch Presseausweis mittlerweile. Ach, hast du gesehen, wie mich die geschlagen hat? Ja, nee, das habe ich nicht gesehen. Ach, scheiße, ich hätte das Zeuge. Ich mache trotzdem Zeuge, ist mir doch egal. Machst du trotzdem? Na sicher. Ja, dann kommt, machen wir direkt gleich gemeinsam vor. Musst du mir aber erzählen, wie das passiert ist. Dann ja, kann ich die das ist sein. Ausgestiegen, die ist auf mich zugelaufen, ne? Ja. Hat mich an eine Seite geholt, ich muss mit dir reden, dann bin ich hin, hat sie mich geschubst und ins Gesicht geschlagen. So, und das reicht. Die hat mich schon mal in Koma, weißt du, bei der Party von der Pascal. Da habe ich dich ja, angerufen, da im Krankenhaus. Ui. Und da war ich. Weißt du, ich sag ja immer beim Schlagen, sind die Zähne erstmal raus. Hat die Zunge? Beispiel. Ja, ich geh rein. Ich klingel erstmal. So. Pass auf, wieder. Ja, ruhig bleiben jetzt. Ja, ja, ich bin nervös, weißt du. Ja, ich wurde hier, was ist das denn für ein Bild? Ist das von Picasso? Nee, das ist von der Mona Lisa gezeichnet. Ach, von Mona Lisa, ja, die kenne ich auch. Das ist deine Nachbarin, ne? Stimmt. So, komm mit. Nein. So. Warum hast du einen Ausweis hier überhaupt? Ja, sag ich dir alles. Hm? Was steht denn hier? Uch, was ist denn jetzt los? Oh, what's up? Ja, was what's geht, up? Man? Was geht ab? Ja. Raven, Mann. Hä? Ja, du bist Raven, ha? Ja, Omi. Opi, mein Schild. Hast du gerade mal Lust, eine Runde zu gehen, Mann? Hm? Ey, du hast eine Lust. Du hast Lust, eine Runde zu gehen, Mann. Ja? Ja, zurück zum Mirror Park oder sowas, ha? Geht ihr mal spazieren? Ich gehe rechts außen rum, ja? Super, was ist denn jetzt los, ja? Hey, wir müssen kurz das klären, so. Hab nichts gemacht. Wir müssen kurz mit Raven reden, Mann. Ich gehe dann kurz um die Ecke und ihr könnt dann quasi reden, ne? Ja. Yeah. Gut, tschüss. Motherfucker ist da hinten noch, hä? Versuch irgendwie nicht irgendwen anzurufen oder so ein Scheiß. Welcher Mutterdacke? Ich sag nur, pull nicht dein Handy oder so ein Scheiß. Butternetto? Ich geh mal um die Ecke jetzt, ich mach gar nichts. Ey, ich dachte, die meinen Harald. Ich habe auch gedacht, die meinen Harald. Bin mal gespannt. Alter Sack, habe ich gedacht. Da siehst du, Evan wird auch schon. Was ist mit dem Auto los? Komm, schlag dem in die Fresse. Will Action hier. Wieso uns verfolgt haben? So, dann haben wir wenigstens ein bisschen RP direkt, ne? Stimmt, Harald könnte die alle abknallen, aber wahrscheinlich haben die alle Waffen, ne? Darum machen wir das nicht. Komm. Machen wir ein bisschen Spannung rein. Gott. Ach, wir gehen einfach. Ja, Grandpa. Komm mal wieder schön zurück. Wie hast du mich genannt? Komm mit, Mann. Komm mit. Wie hast du mich genannt? Ein netter Herr. Hm? Die Mauer offen. Ich dachte, ich soll um die Ecke gehen. Ja, bleib hier stehen, Mann. Hier wird doch wohl keiner verletzt, oder? Ja, what the fuck, Mann, na. Willst du noch rauchen, Mann? Ja, wenn du so was hast, würde ich mich überreden lassen. Also eine Zigarette, Mann, hier. Ich dachte, da wäre was Grünes. Nein? Oh, what the fuck, Mann? Nein. Ja. Nee, dann rauchen wir, Mann. Ja, wie er kurz Angst hatte. Ich dachte, Harald kriegt das richtig auf die Fresse, weil er wieder große Schnauze hat. Es war wieder ein Don-Moment gerade. Im Prinzip hat Harald ja auch die Mafia hinter sich, wenn man Islami mit reinbezieht.
Warum war der gerade? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hatte der so ein bisschen Angst vor Harald? Der Harald war wieder richtig frech. Naja, da sieht man wieder, ist der Don, ne? Die wissen genau, was da los ist. Hat sich schon Namen gemacht. Scheiße. Was wollen die mit Evan? Komm, Opa, lass. Lass. Mein Gott, ey. Scheiße. Einmal wieder mit Evan unterwegs und direkt so etwas. Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Harald E. Gefangen genommen. Von bösen Menschen. Die wissen nicht, was ich in der Hand habe. Ich habe die Leuchtpistole dabei. Ich könnte sie alle niederstrecken, wenn ich wollte. Aber ich bin ein guter Mensch. Ich bin Harald E. Niemand wird mich aufhalten. Keiner kann mich besiegen. Harald E. Der Don. Der geheime Don. Die Leuchtpistole steckt. Aber was auch steckt, ist nicht nur die Leuchtpistole, sondern auch mein Egoismus. Ich bin der Geilste. Das weiß ja wohl jedes Kind. Und ich werde jeden, der mir in den Weg kommt, niederstrecken. Weil ich bin der Don. Super. Und ich bin auch Elistaxi-Qualitätstester. Und alles. Niemand wird mich jemals aufhalten. Und von meinem Posten stürzen. Niemand würde es schaffen, mich von meiner Qualität und meinem Rang abzusetzen. Niemand wird daran zu Ende bringen. Denn ich bin daran der einzig Wahre. Wer ist am Apparat, hallo? Und darum danke ich Spiffy Nix. Für den Follower, das ist ganz wichtig. Geil. Und ich warte 3 Stunden, weil diese Dreckskerle jetzt hier alle. Weißt du? Weil ich warten muss, ich möchte aber nicht warten. Meine Lebenszeit ist viel zu gering. Mir bleibt nichts mehr übrig. Ich bin Harald E. Ich bin eine Naturgewalt. Nicht nur das, ich bin nicht nur eine Naturgewalt. Ich bin das Universum vereint in einer Person. Ich bin Harald E. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Gott, das war genug. Oh, da kommt schon die Polizei. Die Polizei wird mich nie bekommen. Nee. Mein Gott. Gleich geht Harald wieder. Dann wird er abgestochen. So. Oh. Ja, die sind da hinten los. Er hat aber auch irgendwie verdient. War ja auch mal mein Unternehmen. Evan, was ist da los? Ich weiß es nicht, Harry. Ich weiß es nicht. Du hast einen Schlag in die Fresse bekommen. Harry. Wer war das? Wer hat dir das angetan? Harry. Wer hat dir deine Würde genommen als Mensch? Wer
hat dir deine Schmauslocke aus dem Gesicht gehauen. Was bist du? Harry, beruhig dich wieder. Ja. Stimmt. Harry, beruhig dich wieder. Nicht durchdrehen jetzt, was? Ja, ich dachte, ich weiß, ey. Ja, was ist denn los? Oh. Was ist denn los? Wo steckst du drin in was für einer Scheiße? Harry, 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 Harry. Mir wird gerade großes Unrecht getan. Ja, ich merke das, weißt du. Du hast keine Ahnung, was Menschen anrichten können, die Schlechtes wollen, ne? Einiges, das kann ich dir sagen. Scheiße. Komm. Lass uns vorgehen, komm. Lass uns vorgehen, komm. Harry, ich kann nicht mehr, weißt du. Ich verstehe es. Ich kann nicht mehr. Es war ein Schlag. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die gerade auf mich gehetzt haben, Harry. Das kann sein. Scheiße. Es gibt Menschen, die sind nicht nur für Gutes auf der Welt da, Evan. Nee, das muss dir sicher sein. Es gibt Menschen, die wollen das Böse. Es sind Menschen, die vom Satan besessen sind. Es sind Menschen, die die Gesellschaft zerbrechen wollen. In zwei Teile. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Es ist ein Wahnsinn hier. Scheiße. Harry, es eskaliert völlig. Da will mir jemand was anhängen, Harry. Ich brauche Hilfe. Ja, was will man dir anhängen? Was ist los? Ich kann dir das erzählen, ne? Ja. Dann weiß ich sein, geht Bescheid. Dann vielen Dank, schönen Abend noch. Tschüss. Geht's Ihnen gut? Nee, geht's mir leider nicht. Nicht. Das kann ich mir denken. Ich bin so schnell eingeschritten, wie ich konnte. Tut mir leid. Nee, ich wurde gerade nochmal verprügelt bei meinem Büro. Mal in die Fresse rein. In die Fresse. Von wem? Nein. Von irgendwelchen Kleinkriminellen. Die nämlich die gleiche Scheiße gehört haben wie Sie. Waren die ein blaues Auto dabei? Ja. Ja, ich wusste, als die schon hier aufgetaucht sind, dass die Ärger bringen. Weil die haben nämlich hier rumgefragt, was passiert ist und sind nämlich in diese Richtung hinterher. Ich wusste nur nicht, dass sie da sind, sonst wäre ich hinterher. Das waren wir. Geht's Ihnen gut? Müssen Sie das MD? Ich kann noch. Ich will erstmal meine Freundin sehen und. Was eine Freundin? Mein Gott, Harry, wie dement bist du? Ich bin gerade durch den Wind, Harry, tut mir leid, ne? Ja. Herr Marshall, ich bin gerade am Ende meiner Kräfte. Verstehen Sie? Ich weiß halt echt nicht, ob was der für eine Freundin hat. Und ich glaube fest daran, dass das, was man Ihnen erzählt hat, bewusst so formuliert war. Sonst so wäre ist das nicht passiert. Kann Ihnen nur das sagen, was ich gesagt habe. Glauben Sie uns, dem Bürger am Kiosk. Ich, wo ist Maria? Haben Sie das BD darüber informiert, dass Sie gerade nochmal geschlagen wurden? Nein. Und bevor ich jetzt irgendjemanden informiere, will ich erstmal Klarheit, was da gerade los ist. Okay. So. Wurde gerade zusammengeschlagen vom Büro. Zusammengeschlagen. Maria, Chloe und Vincent bei mir. Zusammengeschlagen. Das ist das Geilste. Jetzt übertreibt. So eine Scheiße. Was soll ich machen als einzelner Mensch gegen diese Gewalt? Weißt du? Ich muss Lami anrufen. Anders geht es gar nicht. Lami, ach, der ist im Knast. Scheiße. Super. Hallo, Harald. Was ist los jetzt? Wo ist Rami? Wo sind sie? Er wurde festgenommen und wir sind im PD. Evan wurde gerade auch zusammengeschlagen. Wie, Evan wurde zusammengeschlagen? Aber ich habe gedacht, Okuleli hat ihn geschubst. Nee, dann kamen noch Gangsters und haben ihn auch nochmal zusammengeschlagen. Nee. Ja, wie? Was für Gangsters? Was weiß ich, aus der Sauseite oder sowas. Nee. Nein. Okay. Jetzt stehe ich hier wie ein Brezel. Bist du bei Evan? Ja. Überhaupt. Ist er alleine? Nee. Er spricht gerade mit seiner Freundin. Aber
wenn er spricht, scheint es ihm ja gut zu gehen, oder? Ja, der hat nur einen kleinen Schlag bekommen, aber trotzdem. Ließ Körperverletzung. Ja, Harald, komm mal lieber hierher, ne? Ja, wieso? Komm mal hierher. Ja, dieser Taxi für mich, was am Stadtpark steht. Nimm es dir, mach es zu deinem. Ich mach es zu meinem Grüß. So, gut, bis dann. Ich komme! Ich komme, Lami! Ich lasse dich allein! Schnell, Harald! Ich komme! Was war das denn, Harald? Bitte? Ich hatte eine Flasche im Mund. Ja. Was ist mit Lami? Wurde er schon freigelassen? Wissen wir nicht, aber den wurden wieder festgenommen. Schon wieder. Geil, ey. Einfach so. Harald war dabei. Der Ach, heilige Schrei war nachher noch drin. Das ist nicht schlecht. Was ist denn jetzt los? Oh, geil. Seven vs. Harry Musik. Oh ja, auf geht's. Auf geht's. Der Held ist wieder da. So, jetzt geht's raus. Jetzt geht's los. Hallöchen. Hallöchen. Wie holen wir den raus? Ja, David ist gut, ne? Well, mach mich echt wütend. Ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Ich immer bin auch den kurz vom dieser scheiß Backsteinfressen da hinten, die sind alle korrupt, sind die. Das kann ich euch versprechen. Und was ist jetzt mit Evan? Ich check's. Die wollen unser Unternehmen stürzen. Die wollen uns kaputt machen und auf den Boden schwerfen und drauftreten. Weil wir Menschen helfen und die nicht kompetent dafür genug sind. Kleine Finger, grüschi, Finger, so grüschi, tschi. Was? Du kannst dich nicht immer unterkriegen lassen von so einem Polizisten. Was ist das denn für eine Mentalität? Ah, was schlägst du vor? Sollen wir den da drüben stürmen? Ja, wir müssen den stürmen jetzt. Den kann sich nicht wehren gegen den, gegen den Demonstration. Nein. Wir machen eine Demonstration. Wie denn? Sitzstreik. Wir setzen uns davor und schreien Free Lami, Free Lami oder sowas. Wie beim letzten Mal setzen wir uns einfach davor. Aber die Anwälte sind ja schon unterwegs, die leisten ja jetzt schon alles, ne? Die zerpflücken die PDs. Wir setzen uns wieder vor den Fahrstuhl, wie beim letzten Mal. Das hat Darf geholfen. Man da sitzen? Ich sehe kein Verbot, Seelt. Richtig, genau. Stimmt, ja, dann setzen wir uns da wieder hin. Ja, dann gehen wir doch mal. So, jetzt geht's los hier, weißt du? Verarschen, dass ich mich nicht. Oh, ich liebe es, wie wir zusammen. Harald E., dafür stehen wir in deinem Namen. Jesus. So, und jetzt hier hin, fertig, rein. Und rein pflanzen. Ja, essen. Dann sollen sie doch kommen, die blauen Reiter des Rechts. Eros! Hübsch! Sohn. Eros, das ist eine vergebene Frau. Ja. Oh, jetzt kommt. Eine vergebene Chance. Jetzt geht's los, komm. Darf ich fragen, was das wird, wenn's fertig ist? Wir kleben uns hier fest. Bisschen müde. Gut. Oh, das hab ich jetzt mit einer anderen Reaktion gerechnet. Schau mal, wir haben gar nichts gemacht und den Klang schon echt wütend. Ich glaube, er holt einen Knall. Was sollen denn machen? Ich schlag die einfach. Nein, wir dürfen nicht sitzen. Wir sitzen hier einfach. Schlag ihn weg, komm. Oh, hier ist kein Verbotsschild von uns. Nein, wenn wir schlagen, dann tun wir ja wieder, was verboten ist. Harald. Dein Rat ist jetzt nicht der beste. Man muss mit Gewalt. Gewalt. Gewalt mit Gewalt, genau. Also mit Hirn. Einfach mal draufschlagen. Ich habe genug Hirn. So. Oh, wir sind uns aber nicht wirklich einig. Wir sollten uns. Hat einer so einen Prittstift oder so? Nein, wir bleiben einfach hier sitzen. Dann sollen die uns doch wegtragen. Well, sollen den doch versuchen. Ja, irgendwie machen die nichts. Hier kommt erstmal keiner rein und raus. So. Ja.
Hat jemand vielleicht noch ein Butter oder so, da können wir uns einreiben und dann quetschen die uns ein, dann flutscht es weg. Io Eros, nein, du kannst dich gerne einreiben. Voll schlau. Wo kein Kläger, der Katheter. Stimmt. Katheter? Ich? Einfach Zugang legen. Er sagt immer, Katheter ist schon fast ein Trauma. Er telefoniert schon, gleich kommt die Kavallerie. Sag mal, kommst du nicht mit? Wer soll jetzt hier hinkommen? Wieso? Gibt's irgendein Gesetz, das uns verbietet, hier zu sitzen? Nein. Da muss man auch zusammenhalten bei sowas. Okay, gut, dann bleib stehen, ja? So. Nur Tyson ist der Einzige, der den Fluchtwagen fahren könnte, ne? Dann guck doch mal. Mehr Fluchtwagen für so dann viele Leute. Her und redet. Wir haben doch den Bus. Ja, fantastisch, da sehe ich uns. mit 50 durch die Stadt. Also die Sache ist ja die. Tyson, wir dürfen hier sitzen. Wow, Tyson ist abgenommen. Danke. Quasi, ein bisschen immer. Ich lag 2 Tage im Bett immer. Davon abgesehen, ihr macht das Ganze auch ein bisschen schlimmer. Ich meine, wir haben da unten 2 Top-Anwälte. Wirklich 2 der besten Anwälte, die es ja auf Los Andros hier tatsächlich. Also gibt mehrere, aber die 2 sind, ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Aber mir ist auch ein bisschen schlecht, Tyson, weißt du? Ich habe so ein bisschen, wie heißt das denn nochmal? Schwindel. Schwindel, richtig, so. Ja, das ist eine Bank. Ich habe auch Kreislauf. Katie, hallo, bist du frei? Und ich habe ihn durch. Katie ist draußen. Er setzt sich lieber richtig. Er ist draußen. Warum darf Lami nicht raus? Oh, nö. Wir machen so eine Sitzblockade vor dem Fahrstuhl bei denen. Es bringt halt nichts. Ja, im Foyer da draußen. Oh, dem. Das ist ein Symbol. Das hat damals geklappt, ne? Katie macht das auch gut. Perfekt. Ja, ja. Aber an sich. Katie kommt zu uns und setzt sich mit hier hin. SMS. Aber an sich hat. Heißt, setz dich hier hin, komm. Nein. Doch. Nein. Ich kann ja auch ein paar aus dem Ohr schlagen, den beiden Typen da. So. Jetzt reden wir eine Sprache. Ihr könnt doch nicht hier den Fahrstuhl blockieren. Doch. Und ob wir das gehen. Ja, naja, wir können ja eine kleine Lücke lassen, ne? Ist er hier. Ja, bitte. Hola. Hallo. 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 Kreislauf habe ich. Versuch's gerade ein bisschen eben. So lauter reden. Tja. Geht gerade schlecht. Da passt mir nicht alle drauf. Ich verstehe nichts. Wer was sagt denn? Warum flüstert die? Möchten Sie hier rein, oder was? Er redet ja auch mit den Geistern. Ja. Die Dame? Ja, und? Wer sind Sie, dass sich das interessiert? Ich kann eine kleine Lücke machen, ne? Nee. Dann müssen Sie wahrscheinlich jetzt Treppe laufen. Das ist blöd. Sie. Mal Sport machen, ne? Wir wollen... So. Ja. Wir blockieren den ja nicht, sie können hier mitten durchgehen. Wissen aber müssen die Okuleli wieder draußen? Oh, die. Ey, voll unfair. Ja. Yeah. Da muss ich sie leider anzeigen wegen Körperverletzung, das ist echt ärgerlich dann. Ach, sie. Ich zieh meine Kinder ein. Nichts, muss näher ran. Halt, setz dich. Ich will auch irgendwas entsagt. Okuleli! Ja. Wie können wir denn das Problem lösen? Am besten, dass Lami rauskommt. Lami raus, wir gehen raus. Okay. So, ganz einfach. David? Was denn? Gut, ich weiß nicht den Hintergrund, weswegen er jetzt hier ist. Kann ich daher jetzt nicht aufstehen. Beurteilen. Dann finden Sie es heraus oder gehen Sie? So. Viel früher also und so, wissen Sie? Also, Sie müssen nicht pumpig mir gegenüber werden. Ich möchte hier. Bin ich pumpig? Jemand auf die Füße treten oder dergleichen. Ich rede immer so. Ach, das ist ja normaler Tonus. Das dürfen Sie ja nicht übel nehmen. Na ja, gut. Oh, Max. Es ist Evergrün. Ah, was ist los? Komm hier hin. Was? Komm hier hin. Bin doch da. Gut. Was mach ich mal? Er ist jetzt einfach sprachlos gegangen. Er hat keine Argumente mehr. Lass mich frei. Nee. Peinlich. Ach,
da ist doch die Lou. Da ist doch die Lou, die falsche. Keine Ahnung, irgendeine Dame. Falsches Stück. Was wollten wir? Man kann auch einfach Treppen. Lou hat uns auch festgenommen. Ja, die wollte uns umbringen, ich sage dir. Ja, ist es auch. PD 38, merkt euch das. Das ist Lou. PD 38, gut. Ja, Satan im PD. Ja, die steht jetzt auch auf unserer Abschussliste. Die wird auch nicht mehr per Elistaxi mitgenommen. Hast du mit Lami schon gesprochen darüber? Nein, ich durfte nicht mit Lami reden. Ich wurde gezwungen, rauszugehen. Wow. Hä? Was hast du überhaupt gemacht? Also wieso? Und was ich ist passiert? Ich habe Evan geschlagen. Und wieso? Aber ihr macht das weil Evan meine Familie schlimmer. Bedroht. Oh nein. Was hat Evan gemacht? Ihr könnt die Arbeit in der Bevölkerung nicht aufhalten. Halten am wir Arbeiten. Nicht auf. Ihr macht doch bitte wenigstens ein bisschen Luft auch. Könnt ihr per Treppe gehen? Da hinten ist Luft. Da ist Luft. Luft. Ja, arbeiten gehen und Lami freilassen. Richtig. Yeah. Und wenn sie arbeiten gehen wollen, sollen sie arbeiten, uns wegtragen. Wegtragen. Und die Treppe nehmen da vorne. Also hinter Harald kann man durch. Ja, aber den schlage ich dann weg. Was hat er denn auch? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Even now. Katie hat Evan gehauen, Evan hat irgendwie gepetzt und jetzt ist die ganze Scheiße hier. Ach, Evan hat das PD geholt? Richtig. Oh. Beziehungsweise so ein beschissener Marshall hat mich festgenommen. Warum ist denn der Lami länger im Ding als du jetzt? Und der Marshall, der war einfach im Dienst da, oder was? Bei Lami, ich habe sofort gestanden und Lami hat auf seinen Anwalt, also hat... Aber Lami hat doch gar nichts gemacht. Nein, hat er auch nicht. Deswegen ist es ja auch richtig, dass er den Anwalt geholt hat. Ich war es ja. Und ich wollte halt das auch alles auf mich nehmen, aber die haben einfach... Ja. Nicht zugehört, ne? Schikan nennt man den dann. Egal, nee. Wenn du dich geopfert hast, hat dich einfach Evan hat Lami verpetzt? Wer hat Lami verpetzt? Was ist mit Evan? Der hat... Ach, Evan, ist egal. Evan ist eine kleine Ratte. Oh. Ava hat das PD geholt. Was ist denn? Der Fahrgast, der PD holen. Ja? Wer hat den Job? Bitte? Wer hat den Job, habe ich gesagt. Ja, sehr schön, aber er hatte doch das Einarbeiten schon, ne? Ja, genau, aber er ist jetzt komplett eingestellt. Er soll morgen nochmal hin. Ach, sehr cool, wie schön. Das freut mich. Das freut mich. Ja, Harald, wir haben einem Mann in Not einen Anzug geliehen. Er hat ein Vorstellungsgespräch und alle Geschäfte hatten zu. Ach, schön. Oh. Ja, und jetzt arbeitet er in der City Hall. Super, direkt unsympathisch. Das macht das besser. Ja, aber Harald, weißt du, Kontakte sind nicht schlecht. City Hall wie ein Anwalt? Ja, kommen Sie sofort ins City PD, Hall ist Rechenschaft und Staatsanwaltschaft. Ja, also das aber ist als Verwaltung also, oder als Anwalt? Das oder geht das nicht. Weiß ich nicht. Das Lami jetzt nicht. Festhalten, solange das geht das nicht. Ich was ist mit dir? Bist du ein Pringer? Ja, ich hab nicht. Also, nicht. Eros, setz dich lieber normal hin. Ja, natürlich. Mit bitte. Waffen, irgendwie sowas mit Waffen hat er da irgendwie. Also, keine Ahnung. Irgend so ein Job mit Waffen, keine Ahnung. Eros! Also, gut. Ja. Ah, ja. Ich wollte nicht, dass die sich auf mein Handy schätzt, läuft, meine ich. Ja, du kannst sie ja nach oben nehmen. Weißt du? Ja, so. Das stimmt. Nein. Tja, ja. Nein. Eros. Was? Oh. Oh. Eros, das ist eine ungesunde Haltung, die ja, du da hast. Das solltest du ändern. Wie sieht eine Kniekehle von innen aus? Wie sieht wer von innen aus? Kniekehle. Ach, schon. Was? Guck mal, wie der Humpel hat er verdient, der scheiß Polizist. Hat er auch. Ist das nicht Lou da vorne wieder? Ja, natürlich, ja, das ist der du. Drache. Wir haben es auch festgenommen. Wird auf die Schnauze hauen und wieder abhauen, weißt du? Mhm. Soll ich machen? Ja, geh hin, komm, hau ja auf die doch mal. Das nein, wir dürfen das nicht. Das mal ohne ihn. Wenn du schnell genug wegkommst. Nein. Wir können auch den beiden auf die Schnauze hauen. Das macht alles nur noch schlimmer und dann muss Lami bestimmt noch länger sitzen. Wir können auch den beiden auf die Schnauze hauen. Ich glaube, je mehr Scheiße wir hier oben bauen, desto länger ist er da unten. Hat doch mit dem nichts zu tun. Ja, mit dem nichts zu tun. Das sind Schikanisten, das hat alles mit allem zu tun. Richtig. Dann müssen wir einen anderen Polizei rufen. Oh nee, ich sehe da eine Kackplatz am Kopf. Ach nee. Oh nein. Aber Hacker unterstützt uns, der unterstützt dich. Ach, du hast deinen Tauchanzug an? Ja. Haben Sie einen Tauchanzug an? Ist ein Sitzstreik? Ja, ja das ist ein Sitzstreik. Nein, komm, sowas sind schon dabei. Ja. Warum sitzt ihr denn hier, Eros? Weil wir jetzt gleich einen verprügeln wollen und der Lami dann rauskommt. Nein, das wollen wir nicht, Eros. Ihr wollt Lami verprügeln, ja? Nein. Okay, wen wollt ihr verprügeln? Niemanden. Wir wollen niemanden verprügeln. Sagt mir nicht Anderson, was ist denn hier los? Was hat der oh mein an? Gott. Ist alles super. Was hat der an? Wir wollen nur, dass Lami wieder rauskommt.
Ja, Lami wird gleich rauskommen. Er hat den üblichen Stress. Das ist kein Problem. Mr. Claire ist auch da drin, ne? Ja, war lange nicht mehr gesehen. Letztes Mal hat Harald ihm in die Fresse gehauen, als er den gesehen hat. Ich schätze vor Ihnen. Mr. Claire? Ja. Weiß jemand, wo Mr. Claire ist? Sie hat mich nämlich gerade angerufen. Sie sitzt doch vor Ihnen. Zwischen Ihren Beinen. Sind Sie bekifft oder ach, so? Ist ja, ich wollte gerade sagen, ich sitze vor Ihnen. Mr. Claire? Was kommt denn da für ein Halbstarker? Die Dame mit den roten Haaren. Ah. Was sind Sie denn für ein Halbstarker? Ja. Mr. Claire, kann ich Sie ganz kurz sprechen? Ja, dürfen Sie. Was ist bei ihm denn falsch gelaufen, ne? Warum hat er eine Ausrüstung an? Mit das? Den pinken Hosen, sie sind mir sympathisch. Danke, sie mir auch. Hat geschrieben, die stehen vorne, die sind anscheinend draußen. Wer? Oh, dann können wir gehen. Dann gehen wir raus, werden uns holen, mit uns raus. Gehört. Alarm! Alarm! Danke für nichts. Was? Ciao. Ich war wirklich ein sehr weicher Boden. Ja, das muss man sagen. Hey, komm mit. Was ist denn jetzt los? Okay, aber was ist, wenn er gelogen hat? Da ist Evan. Wo? Na da. Ja, da. Oh, ich hab irgendwas im Auge. Verschwinde aus meinem Sichtfeld, Lavi? Sonst setzt es noch eine. Oh, oh, oh. Wir gehen einfach weiter. Betraust du nochmal meine Kinder, denn wirst du sagen. Ach, was ist denn mit der Frau los? Ich weiß nicht, die ist komplett, die ist dir übergeschnappt, ich sehe. Mit einer Aggression Harald, auf dich. Die ist komplett. Harald, komm. Wo ist Lami? Harald, komm, der wartet vorne. Komm. Salü, Evan. Ich rufe dich später an. Bitte mach das, David. David? Was denn? Ich bin echt verwirrt. Nein, komm mit. Er hat jetzt schon so eine Elmo. Du rufst Evan nicht an. Lami! Lami, Gott sei Dank, ich gebe mir einen Kuss, ich hab dich doch vermisst. Haben sie dir was angetan? Was die haben? Naja, Max, den haben unseren Taxi abgeschleppt. Ja, also der eine war wirklich... Wie, die haben unsere Taxi abgeschleppt? Den haben... Wieso? Den war genau vor den gelben. Wie, die haben unsere Taxi hört sich das so scheiße an, ne? Da kommen die ganzen Reden da ohne Musik. Egal. Vor den gelben Taxi da. Ich kann nicht mehr. Aber der stand doch da gerade noch. Lami, was ist passiert? Was musst du sagen? Was ist los? Der steht doch da vorne. Abend. Hallo. Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Ja, musstest du was bezahlen? Nee, ich war ja im Knast jetzt. Also. Max? Für was denn? Ich werd Lou hauen. Hau ihn in die Fresse, geh. Nee, ich halte auch niemanden mehr ab. Und Evan wird dich auch hauen. Lou, was ist das eigentlich für eine deine Freundin, ey? Was stimmt mit dir nicht? Das ist nicht meine Freundin, Punkt 1. Sie kann nicht stehen! Punkt 2 ist, die ist mir scheißegal. Gott sei Dank, dann übrigens das... Punkt 3 ist, was ist denn da mit Evan jetzt passiert? Ich verstehe es nicht. Ja. Was ist da los? Ich hab Evan aufs Maul gehauen. Okay, das geht schon mal nicht, das geht eigentlich nicht. Ach, warum? Ja, lass sie doch ausreden. Ja. Hat er verdient. Evan bedroht meine Familie. Was hat er getan? Möglicherweise jetzt auch nicht. Ja, ihr, ne? Ja. Wird das jetzt eine Rolle? Sind Sie das, die hier demonstriert haben, oder? Ja. Wie demonstriert? Ich war im Knast. Ja, aber sie haben sich nicht irgendwie am Fahrstuhl festgeklebt oder na so. Naja, kann man so oder so sehen. Also heute noch nicht, ne? Haben wir nicht, ne? Am Fahrstuhl festgeklebt. Wir haben nur geschissen. Richtig. Eos. Jetzt wird uns auch noch unterstellt, dass wir uns irgendwo festkleben. Ja, wer ist denn jetzt mit deiner Familie? Wer ist deine Familie? Es spielt doch keine Rolle. Ich will das wissen. Ja, jetzt richtig. Ach, danke dir. Ja. Harald, wie geht's Evan? Ich glaube, Klaus ist reingegangen. Ja, Evan lebt noch auf jeden Fall und steht auf Van. Ach, Gott sei Dank, ey. Meine Güte. Wer denn? Warum? Ja, ich habe gehört, er wurde jetzt zweimal zusammengeschlagen. Ja, einmal von Naging und einmal von Okulele. Weißt du? Ich will doch einfach nur ins Bett. Naja. Weißt du, wo er ist? Vielleicht hat er es verdient, ich weiß es nicht. Der ist gerade am PD gewesen. Machen Sie jetzt hier vom Acker, ja? Ich verstehe es nicht, wir werden alle schikaniert von rechts und links. Ja, es ist schlimm. Wir müssen was dagegen tun.
Ja, Harald, wir müssen uns was überlegen. Ja, ich schlage eine Demo vor. Ja, das sollten wir machen. Also ich glaube, der SMPD steht denn noch. Kurz, ich werde gerade angesprochen. Ja. Ich ruf später an. Ja, mach das. Bis dann. Harald out. Ja, ich dann muss hier weg. Das so. Also ich glaube, jetzt wirklich auf Toilette, dann warte ich auf ihn. Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Klingel mal durch. So. Aber Ukulele, du bist auch gewählt, hätte ich nehmen. Also Harald, gewisse Maßnahmen erfordern gewisse... Naja, du hast mich auch schon mal K.O. gehauen, ich musste beide Seiten hören. Ich hab dich noch nie K.O. gehauen. Bei Pascals Geburtstag, wo ich im Krankenhaus lag. Okay, gut. Ja gut, das stimmt, da hab ich dich K.O. gehauen, das Gewicht zu. Willst du nicht erzählen, welche Tochter oder welcher Sohn oder wer da von deiner Familie? Ja. Natascha, er bedroht Natascha. Warum denn? Was? Das ist auch nur Grund. Warum bedroht er Natascha? Ich weiß es nicht. Wo ist Natascha? Wo ist sie? Die ist vorhin rausgegangen, weil ihr da drin schwindelig geworden ist. Die hat mich angerufen. Ich glaube, ich bin Tyson weg. Ich ruf Tyson mal an. Also Evan bedroht Natascha. Den werde ich hauen. Ja. Yeah. Wir müssen aber erst wissen, was ist genau gefallen. Also eine Sache macht mir ganz besonders Sorgen. Ne? Wieso ist Vincent so bei Evan? Ist das da hinten Vincent? Wieso will David zu Was Evan? Ist denn das da ist los? Ja, und? Ja, mein Beileid. Haben wir jetzt eigentlich unser Taxi abgeschleppt oder nicht? Nö. Vielleicht steht er noch da. Beim PD stehen wir alle. Ich weiß nicht. Wir sind links. Ja, bis gleich. Genau. Natascha sucht Shirley. Shirley wurde eingesagt vom Face in Social Center. Von Shirley? Wie? Die wurde. Was? Shirley wurde entführt gerade. Was? Wo kommt denn Entführung jetzt her? Ich verstehe nicht. Wer ist denn Shirley? Da muss ich wieder Fisch kleben. So, jetzt reicht's aber mal, meine Güte. Wer ist denn Shirley? Weiß ich auch nicht. Shirley! Ich bin gerade echt verwirrt. Wieso passiert gerade so viel auf einmal? Kommt jemand mit zu Evan? Was willst du bei Evan? Willst du bei dir? Ich will den hauen. Was? Nein, mach den nicht. Dann wirst du noch festgehalten und dann. Yeah. Wer ist denn Shirley? Wer ist Shirley? Ich hab das schon erfahren gerade von Natascha. Was ist das denn für ein Arschloch? Ja, und Shirley wurde jetzt irgendwie eingesammelt. Die Frage ist erstmal, wer ist Shirley? Na, die Apfelschorle, aber die interessiert mich nicht, aber... Ja, aber dann ist Liam mit dran und, weißt du, Liam fährt Taxi und das ganze Faith and Social Center hat jetzt irgendwie Stress. Hallo Felix. Und dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis Alice Taxi auch dran ist. Naja, eben, aber warum lässt Evan sowas zu? Was denn? Hä? Nee. Was? Was lässt er denn so? Ach so. Ja gut, jetzt weiß ich wieder nicht, wie viel ihr wisst. Hä? Ach, wenn ich ruhig sage. Geheimniskrämerei nenne ich das. Nein, aber wenn mir sagt, ich soll es nicht weitererzählen, dann tue ich das auch nur bei Personen, die ich vertraue. Und dir kann ich ja wohl nicht vertrauen. Bitte? Oh Gott, Ukulele, seit wann stehst du da? Ja, na, seit wann steht ihr alle eigentlich hier? Weil ich der Co-CEO bin. Du bist der Co-CEO? Ja. Yeah. Seit wann denn das? Ja gut, Harald, wenn man dir jetzt was erzählt, dann verstehst du eh gar nicht so. Yeah. Du kennst die Leute wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das ist ein Argument. Ja, aber ich verstehe es auch nicht richtig. Alter, ich kann nicht mehr. Was ist denn hier schon wieder los? Also Evan hat auf jeden Fall zwei Feinde. Nicht nur Frau Kolleli, sondern auch die Sauseid. Dafür weiß ich jetzt. Auf? Ja, der wurde verprügelt, ne? Vor meinen Augen. Ja. Gerade. Aber irgendwie macht das alles keinen Sinn. Gut. Ja. Irgendwie macht das wirklich keinen Sinn. Verwirrt. Ich auch. Habe ich jetzt eventuell zu Unrecht verprügelt? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht, ja. Warum hast du nicht angerufen? Wie, wo ich im Knast war? Das ging alles so schnell. Davor. Ich konnte gar nicht mehr. Valeria, mach's gut. Ja, ciao. Das ging alles so schnell. Ich werde die einfach alle hauen. Ja, wir sind dabei. Wir machen. Gute Nacht. Ja, viel Spaß. Tschüss. Was?
Ach, alles gut. Ja, ich bin so verwirrt. Ja, willkommen. So, was machen wir jetzt Schönes? Ja. Ja, unseren Job machen. Nicht. Du hast was gefunden? Unseren Job machen. Oder so. Und zwar? Schon machen. Ja. Wurde dir vielleicht per Mail oder so geschrieben, dass unser Taxi abgeschleppt wurde? Wer denn? Yeah. Welches Taxi denn? Sowas kommt doch nicht per Mail, die sagen da gar nicht Bescheid. Welches Taxi denn? Es ist wohl ein Taxi weg. Welches? Ich. Max, welches hattet ihr? Hattet ihr eine Stanier? Keine Ahnung. Stanier ist das ganz normale, das was Downtown Cap auch hat. Ich glaub schon. Super, dann wurde es abgeschleppt. Ja, wo soll das denn sein? Echt? Schon wieder. Aber wieso haben die dann nicht einfach auch den abgeschleppt? Da sind ja mehrere Taxen hier. Ja, hier sind auch schon mal zwei. Ist das davon in der Tasche? Ja, lass mich mal durch da. Wir rufen jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich sehe nichts. Hallo? Klaus, geht's dir gut? Bist du dich setzen? Ist das denn schon wieder? Hast du Justin Bieber? Ja. Okay. Komm schon. Hast du jetzt Durst? Nee. Okay. Ey, was läuft denn für um? Du mag kein Geld für Auto. Ich bin blind gerade ein bisschen. Drecksau. Also ich kann nicht mehr, ne? Ich bin einfach nur, also... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Yeah. Das da hinten ist Ukulele. Den Gute Ruf? Fahrt. Was machen wir jetzt? Ja, ich weiß es nicht, was hier los ist. Ich verstehe auch nur die Hälfte. Nein? Ja, natürlich. Nein, ihr Ross, nein. Ja. Gut, dass ich heute Krawatte angezogen habe. Ja. Warum habe ich die immer an? Ja. Für den Notfall quasi, ja. Ja. Ja, Max, wann ist dein Kartenlegen-Dings? Sie hat mich weggeschickt, aber Ariane schreibt mir gerade. Hey, und mir nicht? Ach, Felix, da kannst du ja nachgucken. Die Bestie, ne? NPD ist ein Stück Dreck. Mach dich mal Gedanken, wo du arbeitest. Ja, also, ja. Wollen wir vielleicht mal hier langsam hier den Ort der Hölle verlassen? Ja, bitte. Ich kann nicht mehr. Ich will zu heiß. Okay. An die Motoren. Ja. Wo wollen wir hin? Schnall die an. Ja, das ist eine gute Frage. Hätten Leitsteller überhaupt? Ist das überhaupt noch? Max. Ich glaube, ich gehe gleich einfach ins Bett. Du spinnst ja wohl. Nö. Aber warum eigentlich nicht? Ja, ich bin übel fertig. Von was denn? Wir haben die alle ein Auto oder was? Wahrscheinlich. Der Fabian haben wir halt eh nicht. Wurde schikaniert, war mitgemacht. Ja, das ist aber unglaublich. Von los! Und ich sagte eins, Lu, die hasst dich. Das glaube ich nicht. Die hasst dich wie die Pest. Absolut das. Das glaube ich nicht. Absolut hasst sie dich. Magst du Valeria? Valerie? Ja, Ja, die steht ja voll für uns ein, irgendwie, das schon. Ja, das ist gut. Die ist zumindest nicht so verklemmt wie die Low. Ja, aber gut, ich kann ihn noch nicht einschätzen. Ja, ich auch nicht, das ist das Problem. Vielleicht hat die es auch faustdick hinter den Ohren. Ja, vielleicht. Aber vielleicht will die uns umbringen. Eben. Naja. Ich hab Angst vor dem PD mittlerweile. Ja, unglaublich. Ich habe nichts gemacht. Ich habe aber auch Angst vor Evan jetzt. Ja, was ist denn mit Eva? Das verstehe ich überhaupt nicht, warum jetzt er geschlagen wurde auch. Ich. Hier ist ja auch nichts los. Aber das ist schon richtig, hat die Frau Kolele.
Schnell Leute schlägt, Lami. Nee, die hatte wirklich einen Grund. Hä? Und ich hätte wenn auch geschlagen, hätte ich das gewusst. Hä? Ja, dann, von der hat's mir anders erzählt, irgendwie, ne? Ja, das glaube ich dir, was hat der denn erzählt? Ja, ich hab's vergessen. Aber ja. Auf jeden Fall nicht so schlimm. Irgendwie, die wäre ausgestiegen, hätte ihm einfach auf die Fresse oder so. Ja, gut, aber es gibt ja Gründe dafür. Ne, sicher. Warum stehen hier Taxis draußen? Ich weiß nicht. Ja, was willst du jetzt noch rumfahren oder willst du ins Zentral? Ich glaube, ich gehe wirklich ins Bett. Oder? Bist du Lami so leid? Ja. Guck mal kurz, ob noch ein Drive-By offen hat. Guck doch mal. Das würde meinen Abend nämlich abrunden. Nicht, dass wir festgenommen werden. Harry Spupp. Flaschengeist. Alice Taxi hat offen, Lami. Aber die Polizei, ich war heute beim Tresen. Ja. Hab ganz normal gefragt, diesen Menschen, und der hat mich angeschnauzt, ne? Aus dem Nichts. Es ist unglaublich. Die hassen uns, Lami. Ich schrie mal sie zuvor mit der Zigarre. Es ist unglaublich. Was soll man denn noch tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird richtig schlimm enden. Mit dem Tod. Oh nein. Das kann sein, Lami. Stell dich auf alles ein. Es wird ein Krieg. Glaubst du, die sind so und vertuschen das dann? Die Polizisten? Mhm. Das kann gut sein. Ne? Tja. Und kein mehr trauen. Nee. Ja, wohin? Wo? Was machen? Schlafen? Ja. Ew. Gut, dann fahr ich dich heim. Danke dir. Wir müssen uns was überlegen, vielleicht mal auch eine Demonstration gegen die Polizei. Oh, das habe ich auch schon überlegt, ne? Also eine Schikanen-Demonstration. Ja. Es gibt ja, das kann nicht mehr sein, ne? Es gibt ja nicht mal diese Bürgersitzungen, wo man Fragen stellen konnte, wie früher, ne? Weißt du noch? Oh ja, stimmt. Das war doch gut, da sind sie in Austausch gekommen mit den Bürgern, Rami. Da habe ich immer Hunger bekommen. Ja, und das ist jetzt auch nicht mehr, Rami. Ja. Eine Bürger mehr. So, und auf, du. Danke dir. Ey. Ich glaube, heute läuft aber auch nichts mehr. Wir gehen wahrscheinlich morgen nochmal rein ins NZP. Aus, bitte. Gehst du auch schlafen oder was? Ja, also wenn jetzt noch ein Anruf ankommen würde, würde ich nur machen, ne? Hm. Eigentlich hatte ich noch eine Stunde geplant, aber ist ja jetzt wahrscheinlich nichts. Ja. Ich glaube, in einer Stunde sterbe ich. Warum das denn? Voll wenig Schlaf. Du bist so, erkenne ich dich ja gar nicht. Ja, manchmal passiert das so einmal im Monat. Ja. Da will sich der Körper alles zurückholen, Lami. Richtig, richtig. Darum esse ich jetzt was. Ja, das ist noch eine gute Idee. Dann mach hier Pfefferfilter, Bagel mit Wurst haben wir. Haben wir drin. Und ein Bier. Das ist jetzt so kompliziert alles, ich bin völlig verwirrt. Ich muss nur eine Woche nicht da sein. Das gemacht und... Ja, ja gut, ich weiß. Ja. Manchmal muss man nur einen Tag nicht da sein. Ja, so ist es. Tja, ich gehe schlafen. Ich auch. Eine gute Nacht und... Jo. Bitte anbiet. Ja, bitte melde dich. So ist es. Sie steht jetzt vor der Tür, Lami. Du kannst hingehen. Sie ist heute da. Nein. Sie ist wirklich? Heute da. Doch, sie ist eingefroren. Kannst du es mir noch auf dem Video zeigen? Ich zeige es dir. Guck dir hier. Okay. Guck. Ich hab sie gefunden.
Schauen wir mal. Hey. Elisabetta ist heute heimgekehrt. Sie ist heute hier. Willst du zu ihr gehen, Lami? Natürlich. Wollen wir zu ihr gehen? Wir wollen zu ihr gehen. Gucken wir mal. Da ist deine alte Freundin Elisabetta. Geh hin. Darf ich hingehen, ja? Verbring mit ihr die Zeit, die du lange nicht hattest. Die ich verloren habe, ne? So, die du verloren hast. Geh hin, darf ich gehen. Da ist deine Freundin. Ihr habt viel nachzuholen, halt. Ihr habt viel nachzuholen. Elisabeth. Ja, ab hier wird mein Auftrag dann gelöst. Ich lasse euch ab hier alleine. Ich freue mich, dass ihr euch wieder gefunden habt. Vielen Dank, Harald Leischig, Ecker. Kein Problem, Lami. Danke dir, vielen lieben Dank. Gucken wir mal. Danke dir. Ich bin einfach froh, dass ihr die Zeit, die ihr verpasst habt, jetzt miteinander verbringen könnt. Ja. Hier ist mein Job getan. Ich lasse euch mal alleine. Tschüss. Gute Reise. Gute Reise. Oh, ne. Boah, Julia Leischig, beste Sendung. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ich auch. Gucken wir mal. So. Kleines RP im RP gerade noch. Geil, ey. So. Gut. Was wir alle jetzt tun, ist aber ins Bett gehen. Und ihr auch, denn morgen ist ein Tag, wo wir alle viel Kraft brauchen. Und da sollte man vielleicht ins Bett. Ne? Wäre das nicht was? Ach, Sora, ne? So ist es. So. Da genug epische Musik für heute. Und guckt nochmal hier euch ihn an. Er kommt natürlich bald wieder. Ich werde jetzt ins Bett. Und dann gucken wir mal, was morgen uns erwartet im GTA-RP. Oder was auch immer wir machen. Wir werden Spaß haben, das ist klar. Vielleicht fange ich morgen ein bisschen früher an. Haben wir richtig Content, was, ne? Genau, ne? VOD wird auch gleich hochgeladen, alles klar. Ihr habt wunderschöne Träume. Dann machen wir jetzt Ende. Wo reden wir eigentlich heute hin? Ich guck mal, wer ist noch da? Leno ist ja noch da. Sind aber auch viele weg. Ach, dann machen wir, nee, wir machen Blossom, der Natascha machen wir mal. Den haben wir lange nicht mehr gewählt. Haben wir die überhaupt schon mal gewählt? Ich glaube nicht. Leute, wir machen jetzt mit einem kleinen Lied, mit dem ich sehr viel verbinde, mit viel Qual und viel Liebe, werden wir das Ganze beenden. So, ganz klarer Klassiker. Und dabei könnt ihr jetzt einschlafen. Sagt der Natascha noch viele Grüße vom Ecker. Vom Don. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder im Starte der Woche, ne? Super. Tschüssi, Leute. Man sieht sich. Schlaft gut. So ist es, der Egger. Tschüsschen.